Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat im ungarischen Fernsehen die Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel und der Europäischen Union kritisiert. Demnach sei zwar die Zahl der nach Deutschland kommenden Asylsuchenden oder illegal Einreisenden wesentlich kleiner als 2015, die Schleuse sei aber immer noch offen, auch wenn weniger reinkämen, sagte Maaßen. Das Interview wurde von einem Fernsehsender ausgestrahlt, der als Propagandasender für den nationalkonservativen Regierungschef Viktor Orbán gilt. Im September 2018 hatte Maaßens Aussage, es sei bei Protesten in Chemnitz nicht zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen, eine Regierungskrise ausgelöst. Im November 2018 wurde Maaßen von Innenminister Horst Seehofer in den einstweiligen Ruhestand versetzt.